Schöne Vorspeise für eine Festmahlzeit mit Lachs und Gurken. Dazu kommt noch Dill und Crème fraîche oder Philadelphia Frischkäse, je nachdem, was Sie haben. Man kann es natürlich noch nachsalzen, mir reicht die Salzgeschmack vom Lachs. Zuerst schneiden wir fein Gurken. Für die Füllungen für den Teig nehme ich immer die Mitte von den Gurken raus mit den Samen, da sie sehr viel Feuchtigkeit abgeben und sehr wässrig die Masse machen. Dazu kommt noch fein geschnittener Lachs und Dill, natürlich besser frisch. Ich hatte nur gefrorenes Dill aus unserem Garten und noch das Crème fraîche. Alles gut zusammenmischen. Leider habe ich vergessen, das zu filmen, aber Sie können es gut vorstellen. Dann machen wir die Teigtaschen oder die Teigmuscheln. Aus dem fertigen Blätterteig stechen wir mit einem Glas runde Teigformen und legen die auf den Backpapier. Teig mit dem Gabel an den mehreren Orten anstechen. Für die goldige Bräune ein Eigelb mit etwas Milch verquirlen und auf die Teig verteilen und ab in den Backofen für circa 10 bis 12 Minuten bei 200 Grad vorgeheiztem Backofen. Schauen Sie bitte, dass die gut sich durchbacken, aber doch nicht verbrennen und nachher goldbraun aussehen. So etwa müssen sie aussehen. Lassen wir die abkühlen komplett und nachher anschneiden, so dass es so eine Muschelform annimmt. Danach die Füllung reintun und schon ist unsere feine Vorspeise fertig. Füllung empfiehlt sich erst vor dem Servieren reintun, dass die Teigtaschen weiterhin knusprig bleiben. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg bei dem Nachbacken und Nachmachen und auf Wiedersehen auf dem Kanal Felix Eckhoff.